Okay, hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, an diesem Montagabend aus dem Indianerwigwam sagen Hallo. Heute an meiner rechten Seite wieder der Leo, Leonardo, Leonardo. hallo, y hola para toda la gente de habla hispana. Tomamos mate como siempre los lunes y hablamos de cosas que nos interesan, que nos pueden interesar. Hoy vamos a hablar un poco de nuestro seminario de orientación que lo están viendo y bueno, aquí entre los tres vamos a desarrollar, ya que los tres, Ute, Mac, Leo, van a dar ese seminario. Y bueno, esperamos que la gente se anote y para poder llevar a cabo eso. Cosas que nos interesan, decían. Por ejemplo, ¿no? Esto, una orientación en nuestra vida, puede ser. Entonces, lo trataremos de desarrollar en esta hora, como todos los lunes, mientras tomamos un mate. Machen wir weiter auf Deutsch. Genau. Ja, ich bin bereit. Ich habe die Technik eingestellt, noch immer ein bisschen den Ton checke ich ja, damit es auch optimal Ton und Bild bei euch ankommen. Und wir haben uns heute den Frühling ins Haus geholt, in den Wigwam geholt, weil zumindest hier in München ist es ja doch immer noch ein bisschen frisch. Ja, Also aber nicht so. ein bisschen. Also es Bisschen. dürfte wärmer sein. War Also. gut. Nee. Wir haben schon Besuch unserer neuen Platz. Nee? Nee? Ja, bist schon mittendrin. Ja. Genau, hast ja auch schon angekündigt und auch. Ja, es gibt ja, einiges Neues Und eben zu unser erzählen. Seminar Und habe ich unser schon auf Spanisch Seminar gesagt. hast du schon auf Spanisch gesagt und dort möchte ich auch gleich zu Beginn nochmal hingehen. Wenn der Max, hallo Max, Hallo, ja. Hallo, Max. ja, hinter der Kamera, nochmal unser schönes Seminarposter einblendet. Genau. Super. Ja, unser Seminar Orientierung jetzt am kommenden Sonntag, am Sonntag, den 5. Mai. Der Max, der Leonardo und ich werden gemeinsam das Orientierungsseminar anbieten. Also wer noch schauen möchte, wo führt mich denn mein Weg hin? Oder wo beginnt denn mein Weg? Oder in welche Richtung soll ich denn meine Füße setzen, um auf meinen Weg zu kommen? All solche und ähnliche Fragen, mit diesen könnt ihr zu uns kommen und jeder von uns wird in seiner ganz besonderen Qualität mit euch arbeiten. Ja. Genau, der Leonardo in der geistigen Ebene, er hat auch gerade den Spirits wieder glaube ich Nahrung schon. gegeben mit dem wunderschönen Palo Santo, ein so schöner Duft. Schade, noch können wir nicht über Video, über TV riechen, aber es Ja, ist das heißt, sehr. für Ende Orientierung, so wahrscheinlich viele gleich dann da rumrum und dann mit diesem Duft man orientiert auch. Ne, Den so. Geist frei Ja, erstmal, genau. genau, ja. Ne?
Und die Spirits einladen, damit sie uns vielleicht unterstützen auf unserem Weg. Ja. Genau, genau. Und Begleiten. Ja, genau. Ja. Ich werde mit euch in die Körpererfahrung gehen. Und der Max, was macht der Max? Ich bringe den Verstand und den Geist ein bisschen zusammen. Wow, schön. Du bringst die Teilnehmer nicht um den Verstand. Nein, nein. Wir wollen alles miteinander verbinden. Das genau, ist unser Ziel. Genau, die Verbindung zwischen Verstand und Geist. Schön. Ja, also doch, wir freuen uns drauf. Und ich persönlich denke, habe so das Gefühl, das wird eine ganz runde Sache, rund wie die schönen Trommeln, die Leonardo baut. Und Trommeln werden wir natürlich auch in dem Seminar. Ja, wir werden auch diese Energie bauen. Wir bauen sie, und damit sie dann auch frei im Raum fließen kann und für jeden zugänglich ist. Genau. Ja. Genau. Ja. Schön. Ja, und okay, also wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt uns gerne in den Chat rein, wenn ihr noch Fragen zum Seminar habt oder auch sonst überhaupt zu der Zeit und zu was ihr uns gerade fragen möchtet. Ja, genau. Genau. Und etwas Besonderes. Hatten und in diese Wochenende. Ne? Wir haben den Datum für den nächsten Schritt-Hute. Richtig, ne? Ja. Lang hat es jetzt gedauert, irgendwie, also lang gedauert, ich weiß gar nicht, ob das der richtige Ausdruck ist. Irgendwie ist das Jahr so rasend schnell vergangen für mich. Ja. Wow, plötzlich ist jetzt übermorgen der 1. Mai. Ich weiß noch ganz genau, wie wir hier Silvester gefeiert haben, wie wir wirklich mit dieser großen, kraftvollen Schwitzhütte vom 22. Dezember in die neue Zeit gegangen sind. Ja. Mit der darauffolgenden Schwitzhütte am 30. Dezember. Ja. Auch ganz kraftvoll, ganz andere Energie und ebenso kraftvolle Energie. Ja, und schnell. Und jetzt, so rasant ist die Zeit vergangen, fast schon ein halbes Jahr später, unsere nächste Schwitzhütte. Normalerweise, wir haben schon vorher angefangen. Ja, aber irgendwie, okay. War immer auch irgendwas. Und wir sind ein bisschen aus den Zeiten, auf den neuen Zeiten nicht so ganz. Und das. Aber wir haben schon jetzt, den hatte mal gesagt, den 25. So weit war ich noch gar nicht, Leonardo, weil ich jetzt gerade auch geschaut habe, der Ninjal schreibt uns schon, hallo Ninjal, und der Ninjal schreibt mit einem Hallo in eine nächste Woche, die ich sicherlich mit uns besonders wieder erlebe. Da war schon so einiges, wie ich für mich fühlen darf. Fragen, nun ja, es ruckelt doch mal wieder im Stream, aber Fragen habe ich eigentlich selten. Ich meckere eher über mich und bin ehrlich mit mir, aber da frage ich mich doch sehr selbst. Ja, Ninjal, schön. Danke für deine Fragen und deine Antworten in den Chat, das ist schön. Es macht Freude. Schön, danke schön, Ninjal. Ja, und ich wollte eben diesen Bogen spannen, wie schnell die Zeit auch vergangen ist von diesen letzten beiden Schwitzhütten im Dezember. Und jetzt sind wir in dieser neuen Zeit, die so schnell vergangen ist. Und machen am Samstag den 25. Mai, 25.05. unsere nächste Schwitzhütte. Ich finde es ja schon besonders, dass
zufällig die Daten sich so ähneln. Sonntag, 5.5. unser Orientierungsseminar. Samstag, 25.5. die Schwitzhütte. Die 5, die uns hier immer wieder begegnet. Die 5 steht für den Wandel. Und mitten in diesem Wandel, in dieser neuen Zeitqualität, sind wir ja auch drin. Und genau, und außerdem ist der Samstag, der 25. Mai, ist an diesem Tag Vollmond. Da sind wir nochmal in einer ganz besonderen Qualität. Wir sind in den Kalender und da muss man auch sagen, denn die Meer kommen auch an uns zu besuchen. Ja, Leonardo macht immer riesen Sprünge. Wir schon so sind in den Kalender. Ja, genau, recht hast du natürlich. Und nächsten Montag, um jetzt im kalendarischen Ablauf zu bleiben, haben wir 2 Gäste sogar bei uns. Genau. Genau. Es kommt der Klaus-Jürgen Becker wieder um 19 Uhr. Und dann kommt um 20.30 Uhr die Timea zu uns. Also Klaus-Jürgen Becker kennt ihr ja, er macht immer ganz wunderbare Buchvorstellungen hier bei uns im Indianer Wigwam. Und die Timea war auch schon einmal bei uns. Ja. Timea ist diese wunderbare Kartenlegerin, genau, mit diesem französischen. Weißt du den Namen von dem Kartendeck? Lenormand. Ah, okay, ja. Mir war es völlig fremd. Auf alle Fälle war ich ja wirklich, wirklich fasziniert von dem, was sie uns ja auch zu dir, Max, genau gesagt hat. Ich sehe es noch, als sei es gestern. Das war schon spannend. War eine tolle Sendung auch mit der Timea. Ja, und wir freuen uns sehr, dass sie wieder zu uns kommt. Genau, und sie arbeitet ja in der geistigen Welt mit der Oma Wanga zusammen. Und die kleine Geschichte möchte ich euch auch gerne erzählen. Wir haben ja einen jungen Freund, den Roman, er studiert Architektur, also hatte hier in München begonnen und ist dann jetzt aber für 2 Semester nach Italien gegangen, um dort weiter Architektur zu studieren. Und er schaut uns auch immer wieder mal zu. Vielleicht, Roman, schaust du ja auch heute zu. Und der Roman hat im Nachhinein zu der Sendung geschrieben, also Timea kommt aus Bulgarien. Ja. Und auch ihre geistige Helferin, Oma Wanga, ist auch gebürtig in Bulgarien. Und der Roman stammt aus der Ukraine, ist in der Ukraine geboren und schreibt mir eine E-Mail, wie toll er diese Sendung fand, weil Oma Wanga war auch in der Ukraine, war oder ist in der Ukraine auch eine sehr bekannte Heilerin. Also war schon sprachlos, wie sich immer wieder, ihr wisst, ich liebe es, wenn sich Kreise schließen und wie sich da dieser für mich so komplett neue Kreis da geschlossen hat. Das war schon spannend. Und jetzt schaue ich mal schnell wieder in den Chat. Der Ninjal. So, ich muss mal das hier zur Seite. So, Ninjal, ich danke für eine sich gut fühlende Mitte von eurem Mitfühlen bei mir. Danke, gerne, Ninjal. Ja. Denn ich war nach dem Einkaufen unterwegs sein, doch neben meiner Mitte gewesen. Und das hat gut getan, denn es sind besondere Worte, die von München erklingen durch euch. Kaum zu glauben, dass ihr mitten in Bayern seid. Ninjal, schön, danke für deine lieben Worte. Das ist toll, wie du das schreibst nach dem Einkaufen. Also ich, klar, ich komme mitten in die Stadt, so mitten nach Schwabing, hier in den Indianer Wigwam, der ja mitten in Schwabing ist, kann man ja so sagen. Und die Stadt als solche, also und Einkaufen und so,
das ja, bringt mich auch manchmal aus meiner Mitte. Das ist so gar nicht mein, mein Metier. Also so 1000 Leute und Strömen und so. Man muss es mögen. Also klar kommt es immer auf die Tagesform an, aber ich kann das gut nachvollziehen, Ninja, was du hier schreibst. Und ja, und es ist auch richtig für mich, also hier in den Indianer-Wigwam zu kommen, zu Leonardo zu kommen, das ist auch in meine Mitte kommen. Das ist schon toll. Ja, schön. Puh, wir waren noch im Kalender. Also Klaus-Jürgen Becker kommt nächsten Montag. Die Mea kommt nächsten Montag. Über Oma Wanga haben wir gesprochen. Und im Juni, das hatten wir jetzt auch mit der Mail mit rausgeschickt, einen Flyer von der Erika, psychologische Astrologie. Ja. Beginnt die Erika am 29. Juni oder am 26. Juni? Erika, verzeih mir, ich weiß es jetzt nicht so ganz auf genau. Auf jeden Fall im Juni. Ja, im Juni ein Ausbildungsseminar. Also alle Unterlagen dazu, wen das interessiert. Wir haben es ja jetzt schon mit rausgeschickt, die Unterlagen von der Erika. Aber könnt ihr uns jederzeit natürlich eine E-Mail schicken. Wer jetzt noch nicht in unserem Verteiler ist, schicken wir euch gerne die Unterlagen oder überhaupt, wer gerne in unseren Verteiler mit aufgenommen werden möchte, um immer die Informationen zu bekommen, was wir so machen und was liebe Freunde für uns machen, also weil das verschicken wir eben auch gerne, ja, kann uns gerne schreiben, eine E-Mail an info@indianer-wigwam.de. Ja, aber ja, müssen voraus erinnern, den Dr. Jit hatte ausgefragt, der will auch an uns besuchen, wenn es gibt. Richtig, richtig. Auch, ne, müssen sagen, wann ist denn Akzent? Richtig, von hinten nach vorn, wir kommen den Daten immer näher. Am 18. Mai, genau, kommt der Jit. Und die Sabine nach München und es wird wieder ein München-TV-Tag sein mit Podium. Und wer jetzt sagt, wow, ich möchte auch gern ein Interview führen, dass ein Interview mit mir geführt wird, damit ich mich präsentieren kann, meine Arbeit vorstellen kann. Der ist herzlich, herzlich eingeladen. Also entweder an den Jeet natürlich und Sabine schreiben oder eben auch an uns. Ja, genau. Ja? Das leiten wir weiter. Wow. Habe ich noch was vergessen, Leonardo? Nee. Da haben wir jetzt ganz schön, ganz schöner Terminplan, der da vor uns ist. Genau, eine schöne Zeit, eine intensive Zeit. Und dann, wenn wir schon mal dabei sind und gerade auch Jeet und Sabine, ja, dann und im großen Kalendarium, 1. bis 9. Juni natürlich Urlaub, Urlaubsseminar, Urlaub und Seminar. Auf der Insel Park. Also wir fahren auf und ich freue mich sehr. Da konnten wir auch bei uns anmelden. Ne? Ja, natürlich. Ja, wir leiten das weiter, also auch da entweder bei uns oder bei Jeet und Sabine anmelden. Jederzeit. Ich glaube, es sind schon noch ein paar Plätze, weil es gibt ja 2 Villen und es gibt noch das Hotel Toni und da gibt es auch noch Plätze. Also ich freue mich ja da riesig. Ich hoffe und wünsche mir so sehr, dass es dort warm ist. So, dass sehr, die Sonne sehr scheint. Sehr hat er mich gesagt. Wer hat das gesagt? Ja, Leute aus Kroatien. Hast du schon mit Leuten gesprochen? Ja, bei denen ist es sehr wärmer? Warm.
hat denn gesagt, das wird kein Problem. Ich atme auf. Also in München war es ja heute so grau. Es ist so grau, dass es darf jetzt die Sonne durchkommen. Ja, ja, das gibt viel Sonne. Mehr. Ja. Und viele verschiedene Workshops, Seminare. Und wir bieten ja auch eins an. Genau. 3 Tage lang könnt ihr, wenn ihr möchtet, mit uns Schamanismus erleben, schamanische Rituale und Zeremonien. Wir werden mit dem Medizinrat arbeiten. Wir werden gemeinsam das Medizinrat legen und in die einzelnen Richtungen gehen und spüren, welche Qualitäten die Richtungen haben, ja, welche Antworten sie uns auf unsere Fragen geben. Und wir werden natürlich auch trommeln gemeinsam. Wir werden jeden Morgen gemeinsam die Hopi-Meditation machen, eine uralte indianische Meditation, die Kräfte der Richtungen, die Spirits anrufen und sie einladen, uns über den Tag zu begleiten. Wir werden Krafttierreisen machen, Krafttiertanz machen. Also wir haben da schon ein schönes Programm. Ja, sind und drei, ich freue mich, sind 3 ganze Tage. Ja, also drei intensive Tage, genau. Wir werden am Vormittag arbeiten, dann gibt es eine Mittagspause in der größten Hitze und dann am späteren Nachmittag gibt es nochmal eine Einheit, genau. Und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, sowohl bei Leonardo oder auch bei mir, mit Leonardo, auch Einzeltermine zu Themen, Leonardo mit der Didgeridoo-Behandlung, ja. Ganz unterschiedliche Geschichten könnt ihr auch außerdem noch ganz individuell mit uns ausmachen. Ja. Genau. Wow. Fast eine halbe Stunde Termine. Das ist ja... Aber schön, muss ja auch gesagt werden. Und ich freue mich ja drauf. Sind schöne Sachen. So. Jetzt schaue ich. Ja, das war vom Ninjal. Ninjal, danke. Du bist ein so fleißiger Schreiber in dem Chat und ich möchte die anderen auch ermuntern, ja, in den Chat zu schreiben. Und weil wir dann, was ich noch sagen wollte zu unserer Schwitzhütte, das Motto unserer Schwitzhütte, im Mai, am 25. Mai, wird nämlich sein, sich dem Licht entgegenstrecken, also wirklich sich zum Licht hin öffnen und immer wieder die Liebe ins Leben einladen. Also es ist ja der Wonnemonat Mai sowieso und jetzt Beltane haben wir übermorgen und die Walpurgisnacht Beltane beginnt der junge Sonnengott. Es ist jetzt diese ganz stürmische Aufbruchszeit, ja, die Zeit, wo die Liebe nochmal in einer ganz besonderen Form erwacht und alles sich eben mit offenem Herzen in der Natur dem Licht entgegenstreckt. Und genau das wird das Thema unserer Schwitzhütte sein. Ganz genau. Ja. Ich freue mich drauf. Ja. Ich freue mich drauf. Sehr. Ja. Und ja, wir erwarten Anmeldungen. Ne? Ja. Mhm. Ja, der Flyer ist ja genau. Also anmelden könnt ihr euch ab sofort und den Flyer dafür, den schicken wir die nächsten Tage raus. Genau. Den Flyer fürs Orientierungsseminar, den haben wir schon verschickt, aber wer ihn doch gern nochmal haben möchte, wer ihn vielleicht noch nicht hat, schicken wir auch gerne noch raus. Ja. Ja, so. Jetzt hätte ich gerne einen Schluck Mate. Ich habe so viel am Stück geredet, Leonardo. Ich hätte jetzt gern einfach einen Schluck Mate. Ja, das freut mich. Ja.
Dankeschön. Max, darf ich dich noch fragen zu unserem Orientierungsseminar? Du bist ja auch so, weil mir fällt einfach auch gerade so ein, als wir mal in einer Sendung über die Farbe Blau gesprochen haben und so. Jetzt frage ich dich einfach spontan, gerade die 5. Ich sagte ja die 5, also ich kenne deren Bedeutung so eben als Zahl des Wandels. Fällt dir dazu spontan was ein? Ja, es ist eine Zahl, die zwei Dinge innehat. Ecken und eine Rundung. Und es sind, ja, gerade was den Wandel betrifft, es sind zwei Seiten. Mhm. Und wenn man die 5 schreibt, am Anfang geht man in die Ecke. Ja. Und genau in der Mitte wandelt sie sich in einen Bogen. Ja. Und für mich ist auch gerade, weil du jetzt gerade in dem Moment auch die Farbe Blau angesprochen hast, für mich erscheint die 5 immer in Blau. Ach. Also für mich haben Zahlen auch immer Farben. Ja. Und sehr, sehr häufig die gleiche Farbe. Ja. Die 5 war es für mich genau in einem richtig schönen Königsblau. Wow, ja? Als hätte ich es doch geahnt. Es war nicht abgesprochen. Nein. Es kam in dem Moment, wo du die 5 angesprochen hast, habe ich sie in Blau gesehen. Und der Wandel steckt in dieser Zahl und für mich ist eigentlich immer eine Zahl mit einem, ja, wo eine gewisse Wertigkeit dahinter steht. Ja. Ja, selbst wenn ich am Anfang in der Sache, die ich tue, die in Verbindung mit einer 5 gebracht wird oder in Verbindung mit der 5 steht, ich vielleicht den Wert noch nicht erkenne, am Anfang eben, als ich so in die Ecken gehe beim Schreiben, erkenne ich es noch nicht. Und wenn ich in der Rundung bin, wird Klarheit daraus. Ja. Und es ist so diese zwei Seiten und dieser Wandel, der da drin steckt. Und das ist ein bisschen... Ich will ein bisschen zurück an den Antworten von den Fragen. Ne? Diese Spontaneität, ne, von deiner Antwort. Mhm. Ne? Oder diese Spontaneität gehört auch an diese Orientierung. Ne? Genau. Also, manchmal, wenn wir haben hier, ne, das und das. Ne? Und unsere Spontaneität muss auch dabei sein. Ne? Ja. Gerade die Spontanität erleichtert uns manches. Hm. Richtig. Aber entweder sie ist da oder sie ist nicht da. Ja. Okay. Wir können sie nicht einfach so nehmen. Das funktioniert nicht. Warum? Wissen wir einfach nicht. Die Spontanität hilft uns oft auch zu entscheiden. Ja. Wir haben 5 Dinge, aus denen wir wählen können, wissen nicht, in welche Richtung soll es gehen. Mhm. Und aus heiterem Himmel ganz spontan. Ja. Das ist es. Gehen wir einfach diesen Weg. Genau. Das heißt auch offen, ne? Weil man kann nicht den spontane Sache vorbereitet, ne? Das heißt, man ist auch. Das passt auch zu der Zahl 5. Ja. Offen. Sie sind zwei Seiten offen. Ja, genau. Und ich wollte noch einen Schritt weiter gehen. 5 und 5 ist 10. Die 1 und die 0. Die 0 ist die Leere, die zugleich die Fülle ist. Ja. Und die 1 ist eh der Neubeginn. Richtig. Ja. So schön. Und ich möchte euch, dich, Leonardo, doch dann jetzt spontan zum Trommeln einladen, weil ich finde, das ist gerade so rund, das ist jetzt so schön mit den Zahlen, Kombination, die wir eben gerade besprochen haben, auch mit der Farbe Blau. Blau ist ja auch, steckt so viel drin. Und die 5, das Gerade und das Runde, das Offene, das sich Wandelnde und die 10, die 0,
die die Leere und zugleich die Fülle ist und die Eins, der Neubeginn. Ja, in dieses Thema würde ich gern hineintrommeln in den Wandel hin zum Neuen, wo in der Leere die Fülle ist. Und ich lade euch ein, nehmt eure Trommel zur Hand. Wow, jetzt schaue ich noch, was der Ninja uns geschrieben hat. Aha, der Ninja schreibt, meine 5 bekommt den oberen Strich einzeln nochmal extra. Schön. Genau. So, also, nehmt eure Trommel zur Hand oder lehnt euch entspannt zurück, damit ihr unserem Trommeln lauschen könnt und atmet tief ein und tief aus, spürt die Leere und die Fülle in euch, spürt nach beim Trommeln, ja, wie sie durch euch fließt, ob denn vielleicht gerade ein Wandel vonstatten geht. Spürt rein, ob ihr offen seid für einen Wandel, für einen Schritt in das Neue. Und ich sage euch, was die Indianertrommel uns sagt. Die Indianertrommel sagt, was erregt ist, beruhige ich. Was erschöpft ist, belebe ich, was zerstreut ist, sammle ich, was starr ist, löse ich, berühre mich, wie du Menschen, Tiere, Pflanzen und Erde berührst, berühre mich sanft und sicher. Thank you.
Danke. 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 Gracias. Merci beaucoup. Welche Farbe hatte für euch das Trommeln? Wie war es für euch? Schreibt in den Chat, das wäre schön. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Vielleicht gab es eine Farbe oder ein Symbol oder etwas, ja, was jetzt einfach da war für euch. War für dich eine Farbe da beim Trommeln? Nee. Oder etwas, so, was du mit uns teilen möchtest? Nicht nur so aus anderen Ebenen. Nicht so. ich weiß es nicht, ich kann es nicht. Okay. Nicht übersetzen, aber es ist einfach, man ist an andere Ebene, außen, außen dieser Welt, so, aber gleichzeitig hier. Gleichzeitig hier, ja. Trommeln erdet, ja. Ja, ja. Ja. Aber es ist ein bisschen unbeschreiblich, nicht? Dieses Gefühl, diese Verbindung mit den Trommel, mit den diese Ton von den Trommel, und man reitet sich oder man reist an andere Dimensionen. Weißt du, was ich wahrgenommen habe in deinen Trommeln, war für mich auch eine sehr schöne Dynamik drin. Also schon der Teppich der Ruhe hatte unser gemeinsames Trommeln für mich. Und zugleich habe ich so eine hohe Dynamik gespürt. Es war für mich so wahrnehmbar. Ja, das hat zu tun mit den Reisen. Das heißt Bewegung auch. Im Fluss sein. Schön. Max, darf ich dich fragen? Wie war deine Wahrnehmung jetzt fürs Trommeln? Es war so eine Leichtigkeit da. Und es wechselte von, also ich hatte zwei Farben, das wechselte immer so zwischen einem Rotbraun und einem Rosa. Ah. Also so leicht schwebend, schön, eben, das ist dieses Leichte. Ja. Schön. Ja, schau, die Leichtigkeit dieser Pfingstrosen, die sind ja auch, wie Federn sind diese Blütenblätter. Rosa, schön. Ja, schön. Fällt mir ganz gut. Genau. Heute, beim nächsten Mal nimmst du auch wieder einen Trommel. Letztes Mal hat sie auch einen. War heute irgendwie? War so. War so. War so, und genau so ist es richtig. Genau. Und am Feiertag, am 1. Mai, kommt ja auch jemand und baut sich eine Trommel bei dir. Ja, genau. Genau, das wird schön sein, ja. Ja, ja, baut seine eigene Trommel an diesem kraftvollen Tag. Schön. Ja. Ja, so ist es für manche. Ja. Der Routine, ja, man kann nicht, ne? Man muss auch unsere Miete zahlen. Ne? Und dann hat er mich gesagt, ja, der einzige Freitag werde. Und ist dann dieser Tag? Ja. Und so bauen wir denn. Ist auch jemand. War auch schon hier bei uns zum Heiltrommeln? Ja, genau. Ja, genau.
Ja, schön. Also ich finde es schon besonders, auch an diesem Tag die Trommel zu bauen. Ja. So, und jetzt hat uns der Ninjal geschrieben, es ist doch mit dem Schnellerwerden zum Ende hin eine starke Energie aus mir abgestoßen worden. Das, was ich nicht leben darf, das, was anders mich belastet, ging in schöner Freiheit in mir auf. Wow, ich dachte, wir reiten diesmal wieder die Pferde, doch es war viel Herausgebendes von mir, ja. Ah, und sieh da, Alex Flo, schön, dass auch du dich wieder meldest. Schön, schade, hab's verpasst. Gruß an Max. Ja, Gruß zurück. Ja. Siddhartha Alexander im Fluss. Siddhartha Alex Flo. Ja, schade. Vielleicht trommeln wir nochmal. Ja. Vielleicht trommeln wir ja spontan nachher nochmal ein paar Minuten für dich. Wenn du das möchtest, machen wir gern. Ja, schön, Ninjal. Schön, genau das, wow, klar, machen wir. Ja, gerne, schreibt er noch, sieht Alex Flo. Ja, natürlich, und das Trommeln, wie uns Ninjal ja schreibt, diese Energie, es hat schon was Befreiendes, klar. Mhm. Da können wir ganz in unsere Energie gehen, die Energie, die ein zu viel ist, wirklich den Raum geben und sie hinausgeben. Das ist ja, und das kann, ist ja ganz gleichwertig, was es ist, ob es eben etwas ist, was uns belastet, was abgestoßen werden möchte, oder ja, einfach ein zu viel in uns, ohne dass wir da das möglicherweise bewerten wollen, sondern dass wir in Balance kommen, dass wir in unserer Mitte sind, auch in unserem Energiehaushalt. Manchmal ist es ja richtig schön, wow, ganz oben auf dem Wellenkamm zu surfen, aber immer nur da ganz oben zu surfen, ist einfach auch anstrengend. Und von daher darf es auch mal wieder ruhiger werden. Genau. Ja, Leonardo. Für deine, ich wollte noch mal auf den Trommelbau zurückkommen. Ja. Du hast ja wieder schöne Hirschhaut da. Mhm. Genau, und du hast sie auch schon eingeweicht. Ja. Damit sie schön geschmeidig wird fürs Bauen. Ja, ja, genau, ja. Weil das ist auch den Mittwoch fangen wir so. In der Früh schon an. Ja, ja. Genau. So ungefähr 4 oder 5 Stunden später. Wir sind schon fertig. Seid ihr ne? Fertig, ja. Ja. Weil so bleibe ich auch ein bisschen frei. Ne? Na klar. Und ich bin ja auch wieder gespannt, weil hier in deiner Trommel zeigt sich ja der Geist der Trommel sehr schön, wie, ja, welche Bilder die Trommel uns ja immer wieder zeigt, und mal sehen, was da am Mittwoch entstehen möchte. Und zugleich möchte ich euch sagen, ja, genau, das Auge. Da ist ein Auge. Ja. Ah, mal Hirschbock. Wenn man kann schon den Auge sehen, dann kommen den Rechte von dem Gesicht alleine. Ne? Genau. Ne? Teilweise man kann sehen auch hier den hier oben, ne, den Stiel. Und verschiedene Seiten, ne, von dem Tag, dass es so wie den Licht kommt. Man kann schon gut sehen, so dreidimensional, ne, die ganze Geschichte. Ne, so. Mhm. Und dass der wollte hier, ne, und ja, ist schon hier gewesen, ne, so. Ja, ne. Ja.
Und ich würde jetzt wirklich gleich, weil es ist schön, Sidalex Flo hat uns noch geschrieben, sein Geistführer heißt junger Hirschbock, weil wir ja gerade gesagt haben, dass du aus der Hirschhaut deine wunderschönen Trommeln baust. Und bevor dann doch die Stunde jetzt so uns wie ein junger Hirschbock davon springt, würde ich wirklich gern, wir hatten es gesagt, für dich, lieber Sidalex Flo, und für euch alle anderen natürlich auch nochmal trommeln. Ja, okay. Ja, hatten wir gesagt. Und laden wir alle Geistführer ein, mit uns zu trommeln, laden wir die Tierwesen ein, die Hirsch. Denn vor unsere nächste Schritthütte, wer hatte jetzt gekommen? Wir haben schon vor, schon gesagt, ne? Und das schreibe ich gleich in den Chat hinein. Ja. Leonardo, du kannst ja vielleicht schon für unsere nächste Schwitzhütte, für die Energie des Aufstrebens, des und auch sich öffnet für das Licht und für unser Orientierungsseminar. Genau. Dafür trommeln wir. Und ich schreibe es jetzt noch in den Chat rein. Mhm. Okay. Und du beginnst schon. Yeah.
Danke. Danke schön. Wow. Danke, danke. Gracias. Ja, sieht Alex Flo, so schön. Danke, Leonardo. Danke, Ute. Gerne. Gerne. Wir sind immer wieder spontan bereit für so schöne Dinge. Wow. Ja. Und der junge Hirschbock, der springt durch die Zeit. Und ich bin gespannt, welche Krafttierkarte, welches Krafttier heute zu uns gesprungen kommt. Wir hatten ja jetzt wirklich 5 Wochen hintereinander die gefiederten Tiere. Letzte Woche hat der Max uns den Hund als Krafttier geholt, den treuen Begleiter. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, welches Krafttier uns diese Woche begleiten möchte. Welche Krafttier gehört an diese Zeit? Ein Luftwesen, die Geflügelten haben uns ja jetzt wirklich 5 Wochen lang begleitet. Okay. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Wer kann es vorsagen? Okay. Ja. Das ist genau. Auch spannend. Musste ich schon eine neue. Ja, warte. Wow, erstmal. Eine neue Elemente dir. Genau. Von Elemente Wasser. Wow, und ich möchte, während ihr noch die schöne Krafttierkarte anschaut, euch sagen, was uns Ninjal noch geschrieben hat. Zuerst, wow, erstmal Worte fassen. Schön. Und dann, ich habe so schön mitgesungen und fühlen können, wie viel Liebe, Dank da uns beglückt, ist wunderbare Fülle. Ja. So schön, Ninjal. Danke für deine schönen Worte. Ja, der Lachs. Von der Luft, wir haben schon ein Element Wasser. Ja, von der Luft gehen wir jetzt in das Wasser. Die Luft symbolisiert ja natürlich die Klarheit. Der Wind, der die Krankheiten vertreibt, dieses aus sich herausgehen, den Überblick zu haben, zu schauen von oben, zu schauen, die Dinge zu betrachten. Und jetzt mit dem Lachs gehen wir in das Element Wasser, in die Gefühle. Okay. Und ich finde es ja aber auf der Karte so schön, Max, kannst du sie bitte nochmal ranzoomen, diese Verbindung, dieses Sprudeln, diese Tropfen und dieses Tanzen der Wassertropfen, wo wirklich beide Elemente, also auch das Luftelement, das Wirbeln und das Wasser, symbolisieren hier beide für mich auf der Karte. Und der Lachs Verjüngung. Und sehr schön schreibt uns Sidalex Flo zur Quelle. Richtig, ganz klar. Zurück zur Quelle. Verjüngung. Passt ja auch zum Wandel. Und damit haben wir den Kreis wieder geschlossen zu 5. Zum 5.5. Genau. Wow. Sehr, sehr schön. Und der Lachs
Obwohl natürlich im Wasser, zu Hause im Wasserelement springt ja immer wieder durch die Luft und schwimmt und springt ja stromaufwärts zurück zur Quelle, zur Stätte seiner Geburt. Wow, so viel schöne Symbolik, so viel Kraft uns hier geschenkt wird. Ja. Wow, mit dieser wunderschönen Kraft, mit zurück zur Quelle, mit diesen schönen, schönen Blumen möchte ich euch heute verabschieden, euch eine leichte, traumhafte, wunderschöne Zeit wünschen, einen wunderschönen, je nachdem, was ihr auch immer tut, morgen Abend Tanz in den Mai, wie immer ihr in diesen Wonnemonat Mai hinein tanzen werdet, durch die Luft springen werdet, hineinfließen werdet. Eine wundervolle Zeit wünsche ich euch und sage ciao, bis zur nächsten Woche. Hasta la próxima. Una buena semana para todos. Ah, Sidalex Flo, hat Leonardo eine E-Mail? Ja, natürlich. Ich bin hier und suche einen Ayahuasca. Ah, Sidalex Flo, den Ayahuasca-Experten hast du hier sitzen. Du kannst uns gerne schreiben, Kontakt aufnehmen. Ich schreibe noch die E-Mail-Adresse. Ja. info@indianer-bigwam.de. Sidalex Flo ist in Rio de Janeiro, aha. Also, Sidalex Flo, solltest du wieder nach Deutschland kommen? Oder vielleicht lebst du ja in Rio? Ich weiß es nicht, aber sollte dein Weg dich nach Deutschland führen und du eine schöne Pflanzenzeremonie machen möchtest mit uns, kannst du das tun. Ja. Ich kenne es nicht in Rio, in São Paulo, in Belém do Pará, con eso, in Amapá, todo eso. Ah, Sidalex Flo schreibt, nie mehr Deutschland. Ja. Okay. Na? Na gut. Tá bom. Tá bom, ja. Isso. A gente se encontra aí. Amazonas. Ja. Amazonas. Sim, também. Ist fast deine Heimat. Ja. Genau. Eu sou um filho von Amazonas. Para sempre? Für immer. Für immer. Ja. Ja. Ah, okay. Ja. Sidalex Flo. Ja, dann freuen wir uns, dass du von so weit her uns zuschaust. Ganz schön. Und jetzt hast du die E-Mail von Leonardo und kannst gerne mit ihm Kontakt aufnehmen. Also euch allen nochmal eine schöne Zeit. Ciao. Ciao. Ciao, bravo, vocês. Oh, er will sich melden. Wow.